Willkommen beim Report. Wir beginnen den heutigen Report mit einem aktuellen Thema, nachdem bekannt ist, dass der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, der infolge von Korruptionsermittlungen genau vor einem Jahr zurücktrat, nunmehr schwer belastet wird. Und zwar von Thomas Schmidt. Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium sowie Kurzvertraute kooperiert seit April mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sein Handy, sprich die gespeicherten Chats darin, waren ja der Ausgangspunkt für zahlreiche Ermittlungen gegen prominente, mittlerweile auch ehemalige ÖVP-Politiker. Seit heute wissen wir, Thomas Schmidt hat ausgepackt. Das hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft heute selbst bekannt gegeben. Was das jetzt bedeutet, das wollen wir gleich live einordnen. Zuvor verschafft uns aber Julia Ortner einen kurzen Überblick, was bisher bekannt ist. Dieser Mann will gerne Kronzeuge werden. Thomas Schmidt, einst Generalsekretär im Finanzministerium und Chef der Staatsholding ÖBAG, möchte laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im KASAG-Verfahren kooperieren. Seit Juni haben 15 ganztägige Vernehmungen stattgefunden. Die 300.000 Chats aus Schmidts Smartphone sind zentral für die diversen Vorwürfe im Verfahren gegen ÖVP-Politiker. Es geht dabei um alle Ermittlungsstränge, die sich aus dem Ibiza-Video ergeben haben. Ob zu Casinos, Beinschab-Tool oder Inseraten-Affäre. Heute gab es weitere Hausdurchsuchungen der WKStA bei René Benkos Signer Holding oder im Büro der Unternehmerin Gabriele Spiegelfeld, hier als Auskunftsperson im U-Ausschuss. Benko soll laut heutiger WKStA-Aussendung dem damaligen Generalsekretär Schmidt für Unterstützung im Steuerprüfungsverfahren eine Führungsposition angeboten haben. Gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, heute Unternehmer, wird auch ermittelt. Er bestreitet alle Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. Thomas Schmidt belastet Kurz nun laut dem Einvernahmeprotokoll der WKStA, das derzeit im Bild vorliegt, schwer. Dieser habe von den getürkten Umfragen und Inseraten nicht nur gewusst, sondern den Auftrag dazu gegeben. Vergangene Woche präsentierte Sebastian Kurz ein Buch über sein politisches Leben. Im ZIP2-Interview erklärte er dazu: Dass es Ermittlungen gegen mich gibt, kommt natürlich in dem Buch vor. Ich habe ja auch die Möglichkeit wahrgenommen, noch einmal darzulegen, warum ich die Vorwürfe für falsch erachte und dass ich sehr froh bin, dass sich bei ganz, ganz vielen Beschuldigten in der ÖVP mittlerweile herausgestellt hat, dass die Vorwürfe falsch waren und zahlreiche Verfahren eingestellt worden sind. Das sagte Sebastian Kurz am Freitag in der ZIP 2, nachdem sein Buch vorgestellt wurde. Was hat sich seitdem, sprich heute, durch die heute bekannt gewordenen Aussagen von Thomas Schmidt aber jetzt geändert? Dazu ist jetzt die Leiterin der ORF-Fernsehinvestigativredaktion Ulla Kramer-Schmidt bei mir im Studio. Hallo. Schönen guten Abend. Die seit ein paar Stunden auch alle Einvernahmeprotokolle von Thomas Schmidt gelesen hat. Noch einmal zum Ausgangspunkt, Ulla. Wir wissen, am Anfang war das Handy, sprich die Chats in diesem berühmten Backup. Das führte zu vielen Ermittlungen. 45 Beschuldigte gibt es in diesem Verfahrenskomplex. Und seit heute wissen wir, seit April kooperiert Thomas Schmidt mit der Staatsanwaltschaft und hat offenbar ausgepackt. Warum? Was hat ihn bewogen? Und inwiefern belastet er den wohl prominentesten Beschuldigten Sebastian Kurz? Also er belastet Sebastian Kurz insofern, als er sagt, Sebastian Kurz hat ihm den Auftrag gegeben, dieses Tool aufzustellen. Er hat ihm gesagt, er wusste, dass das Finanzministerium die Rechnung zahlt. Sebastian Kurz war immer eingebunden. Kurz, Sebastian war über alles informiert. Das sind schwere Vorwürfe. Kurzum, Sebastian Kurz soll laut Thomas Schmidt den Auftrag gegeben haben, Umfragen, frisierte Umfragen mit Steuermitteln zu genau. finanzieren. Der Deal war ganz einfach. Die Tageszeitung Österreich hat die Umfragen finanziert und dafür hat das Finanzministerium inseriert. Das klingt wie ein Geständnis. Ist es das? Eigentlich ja. Und es hat ihn auch zweierlei dazu animiert. Zum einen, dass Kurz wollte, dass er die gesamte Schuld auf sich nimmt. Und zum zweiten wollte Kurz in einem persönlichen Gespräch die Daten auf dem Handy und das Backup, weil er Angst hatte, dass die ÖVP belastet wird und er wollte Stoff für den politischen Gegner. Wenn man sich dieses Einvernahmeprotokoll durchliest, dann gewinnt man den Eindruck, das dürfte auch der Moment gewesen sein, dass Thomas Schmidt zumindest seinen Aussagen zufolge verstanden hat, er werde benutzt. Ja, das hat er auch genauso gesagt. Er wollte nicht das Bauernopfer sein.
Belastet Thomas Schmidt noch andere? Das Umfeld und auch Nationalratspräsident Sobotka, der eine Steuerprüfung des Erwin-Pröll-Instituts und der Erwin-Pröll-Stiftung und des Alois-Mock-Instituts einbremsen wollte. Und Thomas Schmidt hat dann auch gesagt, okay, ich erledige das im Auftrag von Herrn Sobotka. Wenn man sich das heute anhört, dann könnte man auch als Laie vermuten, da wird es für manche eng. Was bedeuten diese Aussagen jetzt für diesen gesamten Verfahrenskomplex? Ja, das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Wir haben ja nur einen Ausschnitt, aber es wird weitere Ermittlungen geben. Es hat ja heute auch schon Hausdurchsuchungen gegeben auf Basis von Schmidts Aussagen. Jetzt gilt natürlich für alle die Unschuldsvermutung. Und der Grund dieses Geständnisses, so wie es viele nennen, ist ja auch der, dass Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus zumindest beantragt hat, der strafmildernd wirken würde. Den hat er noch nicht. Geht sich das überhaupt noch aus? Beziehungsweise wir wissen ja juristisch, da muss mehr kommen als nur eine Aussage. Man muss die auch belegen können. Das muss am Ende der Staatsanwalt beurteilen. Man kann nur sagen, der erste Kronzeuge der Republik, Gerhard Schießler, damals im Telekom-Verfahren, der hatte bereits zig Einvernahmen, der hat eine Hausdurchsuchung, eine Telefonüberwachung hinter sich und hat trotzdem noch den Kronzeugenstatus bekommen. Also es ist immer die Frage, wie viel am Ende der Staatsanwalt als wertvoll erachtet. All diese Ermittlungen und auch die Veröffentlichung diverser entweder Chats, Vernahmeprotokolle etc. begleitet immer einen Vorwurf. Die Beschuldigten erfahren erst aus den Medien davon. Jetzt überrascht auch dieser Zeitpunkt. Sebastian Kurz hat vor Tagen noch, wir haben es gerade gesehen, Interviews zu seinem Buch gegeben, alles von sich gewiesen und jetzt taucht das auf. Man muss dazu sagen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat heute selbst bekannt gegeben, dass Thomas Schmidt kooperiert. Das ist richtig, aber das mag jetzt seltsam erscheinen, aber eine Hausdurchsuchung, wie gesagt, lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen vorbereiten. Und ich bin jetzt wirklich schon sehr, sehr lang in dem Metier tätig. Ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe noch nie von der Justiz Unterlagen bekommen. Und ich wage zu behaupten, auch andere nicht. Gut, dazu muss man sagen, diese Einvernahmeprotokolle sind heute zum Akt dazugelegt worden und alle anderen Anwälte der 45 Beschuldigten haben Einschaurechte. Daher haben auch wir diese Einvernahmeprotokolle gelesen. Ulla Kramer-Schmidt, ich sage danke für diese Einordnung hier im Studio. Ja, und die politischen Reaktionen, insbesondere der ÖVP, die ja selbst im Verfahren als beschuldigt gilt, werden uns bestimmt die nächsten Tage beschäftigen.